Deine Zunge kann 5 Geschmacksrichtungen erkennen, aber kennst du auch alle 5? Süß, sauer, salzig, bitter und, was ist Nummer 5? Weißt du nicht? Ist doch klar, Umami. Wie die schmeckt, willst du wissen? Denk mal an den Geschmack einer gut gemachten, frischen Pasta mit Tomatensauce, wenn du da dann noch einen schönen, gereiften Parmesan drüber streust. Das lässt die Soße irgendwie noch voller und noch intensiver wirken, oder? Und das liegt dann unter anderem an diesem Umami. Besonders viel kommt es in Fleisch, Tomaten, gereiften Käse, Soja und generell in der asiatischen Küche vor. Und ja, Umami kann auch im Wein vorkommen, vor allem in gereiften Wein, ist aber auch vor allem für das Kombinieren von Speisen und Wein sehr relevant.